daneben heute mit Teller von Sinnen. Michael Kessler. Ralf Schmitz. Sogar Lars Dietrich. Und Bernhard Hohl. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hier ist genial daneben. Was auch sonst am Samstagabend. Und ich bin sehr albern heute, ich sag's euch gleich. Und ich hoffe nur, dass... wir sind entsprechend seriös. Ja, ich weiß. Total. Ich weiß. Aber solange Sie nicht Spanisch mit mir sprechen, ist alles gut. Nein. Das werdet ihr nie wieder tun. Das haben Sie auch damals schon nicht getan. Spricht jemand Spanisch von euch? Perfekt. Natürlich. Ja? Solamente un poco. Bitte wen? Ein bisschen. Tapos, picos, malidos, caputos, higos, higos, vilos... Silencio. Paulino Colada, España. So, wir können anfangen. Richtig. Ihr könnt auch Französisch. Geh zum Fernsehen, hieß es. Da erlebst du was. Stimmt ja auch, nur was? Ja. Ich finde es sehr wichtig, meine Damen und Herren, gerade für Sie zu Hause, dass man am Anfang der Sendung einfach so ein bisschen Spaß macht. Multikulti ist das hier. Damit Sie zu Hause auch ein bisschen Spaß bekommen, bei dem, was jetzt hier passiert. Denn das wird jetzt nicht mehr komisch ab jetzt. Nein, jetzt geht's ums Gewinnen. Ich bin heute sehr, sehr ernst. Eben warst du noch komisch drauf, sag mal. Bist du in den Wechseljahren oder was? Moment, ist das Helly. Oh. Und der Bürger Lars Dietrich hat mir heute zu einer netten Pointe verholfen, weil ich sagte, ich nenne mich selber schon das Hitze-Welli. Und er sagte dann zu mir, früher warst du das Witze-Helly und jetzt bist du das Hitze-Welli. Habe ich 2 Euro? Hat er 2 Euro von mir für bekommen? Nein, 2 Euro? Ja. Für den Scheiß 2 Euro? Nein, das ist schöne Pointe. Ja, ist gut. Hast du denn 2 Euro? Hast du denn 20 Euro? So. Lasst uns anfangen. Ich weiß, dass Cordula Schuld aus Detmold jetzt schon ganz, ganz nervös vor dem Fernseher sitzt. Cordula, ich sehe Sie. Sie glauben es mir nicht, aber ich kann Sie genau sehen. Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ganz ruhig. Jetzt kommt Ihre Frage. Cordula Schuld aus Detmold möchte wissen, was ist ein Eckspanner? Das ist, wenn man kaputte Füße hat. Gibt ja Schuhspanner. Und wenn man so schiefe Füße hat, dann können die um die Ecke spannen. Das sind Eckspanner. Ich sage, es geht um, im weitesten Sinne um Schuhe. Was heißt im weitesten Sinne? Geht es um Schuhe oder nicht? Ja, es geht um Schuhe. Wer sagt das? Ich sag das. Warum denn? Weil ich da Bock drauf habe. Es gibt doch die Linienrichter beim Fußball. Die stehen an den Linien und da gibt es ja auch die Ecke. Ist dann der Linienrichter, der an der Ecke steht, der Eckspanner? Die heißen nicht mehr Linienrichter, die heißen jetzt Schiedsrichterassistenten. Schon seit 30 Jahren. Ja, keine Ahnung von Fußball. Entschuldigung. Nein, also ich denke, es geht um stinknormale Spanner. Der Spanner an sich guckt ja gerne aus seinem Fenster, am Ende sogar mit einem Fernglas in das Fenster gegenüber. Richtig. Und jetzt haben die Spanner neue Werkzeuge. Ja. Ja, die haben also so kleine Spiegel mit so, die Spiegel gehen um die Ecke. Das ist und dann können die Spanner auch jetzt in die Wohnung rechts neben sich gucken. Nee, es ist noch besser. Es gibt ja Spanner, die alles Mögliche angucken wollen, nackte Frauen, nackte Männer, was auch immer. Aber diese Spanner, die sind nämlich total verrückt, die gucken gerne Ecken an. Ja, das finde ich gut. Eckspanner, Eckfetischist. Richtig, da vorne ist wieder eine Ecke. Oh, guck mal hier, guck mal das. Ja. Von dem Haus, frisch verputzt, meine Güte. Machen die denn vor so einer Ecke auch den Mantel auf? Ja. Ja, klar. Das sind Exhibitionisten. Die reiben sich an Ecken. Nein. Exhibitionisten. Und was macht die Ecke dann? Wie reagiert die? Ich hab Kot vor Scham. Es ist mir egal, ich hab schon Spaß genug. Das ist bestimmt beim Zahnarzt, denke ich mal, wenn man da operiert wird am Eckzahn oder so, dann kommt dann so ein Spanner rein. Hier. Damit da irgendwie Platz ist zum Operieren. Ich würde ja im Bau sagen. Ah, guck mal. Medizin. So gemacht. Nee, das ist Medizin. Aber mit dem albernen Gesicht, also die Geste. Die Geste mit diesem sehr albernen Gesicht heißt, das ist eine gute Antwort für eine andere Frage. Aber das alberne Gesicht hat er doch immer. Also ich meine. Nein. Heißt es das? Manchmal schon. Das kommt drauf an. Das Problem ist, er ist in den Wechseljahren. Das kann jetzt anders sein als in 4 Minuten. Ja, er ist in Wechseljahren, hat ja schon eine graue Jacke an. Es hat nichts mit Zahnarzt zu tun. Richtig. So, meine Rede. So, der Eckspanner. Ich bin beim Verlegen von Parkett. Dort wird es ja vor allen Dingen in den Ecken kompliziert, weil sich da das Parkett in verschiedene Himmelsrichtungen verlegen kann. Wenn wir zum Beispiel ein Fischgrätenparkett haben, haben wir auf einmal einen Blauwall da liegen, wenn das nicht richtig aussieht. Sehr gut. Wissend, dass der Blauwall natürlich kein Fisch ist, für alle, die das jetzt bei Wikipedia reinsetzen wollen.
Und da gibt es ganz spezielle... Und da gibt es ganz spezielle Spanner. Die werden dort hineingelegt an zwei Rädern. Ich denke mal, eine 36er Nuss müsste reichen, um sie anzuziehen. Habe ich zu Hause. Kann man das gesamte Parkett an dieser Ecke spannen, um so eine Rückseite zu machen? Gut, Kleber. Ja. Hält. Sehr gut. Das Pferd an sich möchte doch auch eingespannt werden, um vor einen Wagen zu ziehen. Sechsspänner. Ja. Sechsspänner zum Beispiel. Und vielleicht ist ein Eckspanner ein Wagen. Ich dachte jetzt nur, es gibt vielleicht so Wägelchen, wo die Pferde nur geradeaus laufen können. Und beim Eckspanner dürfen die Pferde auch mal um die Kurve fahren. Da ist der Wagen hinter, weißt du, ist flexibel. Läuft also mit wenn um die so ein Ecke. Pferd mit dem Wagen immer nur geradeaus laufen würde, wäre es schlecht. Ich glaube ja, dass wir hier in einem Bodybuilding-Studio sind. Ah! Es geht hier, ja, pass auf, es geht nämlich um Folgendes: Es geht um Trimmen, um Muskelstellen und um den ganzen Apparat, weil Herr Balder sich verlesen hat. Das heißt gar nicht Expander, das heißt Expander. Ah. Boah! Huiuiui! Aber ich finde Bau finde ich sehr gut, Eckspanner. Irgendwas, vielleicht auch wenn man Mauern baut oder irgendwas. Das ist so Metallring. So Metall. Also kleiner Tipp von mir. Bitte, mit Bau hat es nichts zu tun. Kleiner Tipp von mir, mache ich einfach mal, weil ich ein guter Mensch bin. Haben wir alle zu Hause wieder, ne? Oder so. Nein, ach, keine Medizin. Ich bin doch beim Bau gerade. Ach so, Bau. Es ist ein Schmetterling. Ich gehe mal kurz. Ist es ein Schmetterlingerballer? Na, um nein. Gottes Willen. Also, dann gehe ich mal ganz kurz in eine Konditorei. Weil der Konditor... Nee, nicht, gehen Sie nicht, bleiben Sie hier, Frau. Der Konditor muss ja auch lustige Hochzeitstorten eventuell anfertigen, die nicht nur rund sind, sondern vielleicht auch eckig sind, weil Architekten heiraten. Und da gibt es bestimmte... Wenn Architekten heiraten, sind die Torten eckig? Haben Sie schon sehr viele runde Häuser gesehen, Herr Balder? Der Architekt ja, an sich hat gerne die eckige Hochzeitstochter an sich. Ja, aber sag mal, im Herr Büro... Balder, die Häuser auf Bornholm waren keine Häuser, das waren Sandburgen. Die da... Ich finde das aber super mit der eckigen Torte. Ja? Was ist denn mit Bürobedarf? Deswegen ist es ein Eckspanner. Ganz kurz wollte ich es noch mal ausfüllen. Das ist eben ein, so etwas zum Spannen. Es gibt ja auch so Backformen. Da hat man ja auch so einen Pümpel, wo man dann den Käsekuchen... Springform, danke. Und so gibt es auch Eckspanner in der Konditorei. Das sind so Formen, um eckige Torten herstellen zu können, damit man da schön die flüssige... Aber doch, Moment, wie war das eben? Bürobedarf. Es gibt doch diese Spanner, also diese, wo so ein Gummizug dran ist, wo man so Ordner, die man so verschließt, gibt es da... Und man holt den raus! Man schiebt es raus! Ja! Ja! Die das liebe ich ist immer alles. Ein Eckspanner. Das ist mein Fetisch. Ja, ich liebe die. Die sind total praktisch. Aber ich glaube, diesen Satz eben, er holt ihn raus, den werde ich mal frei stehen lassen. Ja. Gut, den kann man so und so deuten. Den kann man überall einsetzen. Lass ihn bitte drin. Aber wenn Sie Ihr Gerät Eckspanner nennen, also dann... Ja, das ist ein Eckspanner. Ja. So, bitte, Glöß. Tut mir leid, keine 500 Euro. Ja, Cordula. Oh. Es tut mir wahnsinnig leid, aber... Beschweren Sie sich bei dem Herr Streber Kessler. Da in der Ecke. Dankeschön. Herr Kessler. Eckspanner. Ja, gut. So, also, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich kann die Frage ja schon mal stellen vor der Werbung. Ja. Dann könnt ihr euch ein bisschen überlegen, ja, oder? Ja. Hast du eigentlich schlechtes Gewissen jetzt? Nee. Nicht wirklich. Was die Leute zu Hause nicht wissen, wir kriegen ja dann die 500 Euro. Ja. Würdest du dich denn eventuell bei Cordula entschuldigen zu Hause? Entschuldigung, Cordula, entschuldige bitte. Entschuldigung. Tut mir so leid. Reicht, sehr gut. Okay, dann machen wir die nächste Frage und ihr könnt euch ein bisschen überlegen. Wir haben da ein bisschen Zeit, Werbung machen wir gleich. Und zwar gehen wir nach Brachtal. Das liegt wo? Österreich. Nein. Brachtal liegt direkt neben Fruchtbarkeitsberg. Oh. Brachtal liegt in Hessen. Oh. Sag ich doch. Und dort wohnt Ralf Meilinger. In Brachtal, Ralf Meilinger. Und die Frage von Ralf Meilinger lautet, warum wurde in mittelalterlichen Küchen oft gebetet? Ja, weil die nur eine Küche hatten, es gab kein Wohnzimmer. Falsche Antwort und wir können uns aber überlegen, was wir da eventuell sagen, wenn wir gleich wieder da sind. Ja. Wir machen ein bisschen Werbung und sind gleich wieder da. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Ich stelle die Frage nochmal. Warum wurde in mittelalterlichen Küchen oft gebetet?
weil nur eine Küche da war, hat der Ralf gesagt, das ist natürlich Blödsinn. Kleine Info noch, es war nicht unüblich, dass Köche und Küchengehilfen in mittelalterlichen Küchen regelmäßig gebetet haben in den Küchen. Warum? Da war es warm. Ja. Und in der Kirche war es kalt. Ja. Und deshalb sind die da geblieben. Die wollten sich keinen Fips holen. Fips? Wie süß. Heißt es nicht Pips? Oder weil die eben für den ganzen Tag die Speisen vorbereiten mussten, konnten die nicht mit zur Messe gehen. Und deswegen haben die für sich dann allein zu Hause gebetet. Wäre eine logische Erklärung, die aber ich leider nicht kenne. Aber der Herr Schmitz hatte überhaupt nicht recht, weil ich war jetzt auch auf der Theorie, dass es einen Raum nur gab, wo die Menschen auch lebten und starben und kochten. Und deswegen gab es auch, wenn jemand starb. Ich glaube, die hatten aber auch noch mehrere Räume. Waren die vielleicht einfach angekettet und kamen gar nicht in die... Nein, im Mittelalter ist doch immer alle wurden vergiftet. Da hatten die so kleine Siegelringe, die wurden dann aufgedreht, da kam so Pulver. Nein, so, nimm dein eigenes so Grab. War das doch im Mittelalter damals, ne, mit den Rittern und so weiter. Und da hat man natürlich gebetet, dass immer sozusagen, dass man nicht vergiftet, dass das Essen rein ist, dass kein Gift drin ist und dass man es überhaupt überlebt. Ja, aber die Leute, die Köche und die Küchenhilfen haben ja gebetet. Da hätten die das Gift ja selber reinmachen können. Vielleicht haben die deshalb gebetet. Ich meine, die Küchenhilfe oder auch die Köche haben? Auch die Köche. Alle haben gebetet. Ja, die haben gebetet, dass das Essen nicht anbrennt. Oder dass weil sie das eben schlecht regulieren konnten. Die hatten ja keine Herde wie heutzutage. Die hatten ja ein offenes Feuer. Und dann brannte schnell mal was an. Und dann gab es tüchtig was hinter die Ohren. Dann haben die gesagt, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, Amen. Und mach mal, dass der Grießbrei jetzt mal ausnahmsweise mal nicht anpappt. Vielleicht durften aber die Köche und die Gehilfen die Küche gar nicht verlassen. Vielleicht stimmt das ja mit dem angekettet so ein bisschen, dass die nicht aus der Küche raus durften, weil zu der Zeit, wo die Messe gelesen wurde, wo die Herrschaft in der Messe war oder wie auch immer, oder die eben die Bediensteten hatten, dass die, wenn die nach Hause kamen, essen wollten. Und deswegen mussten die in der Küche beten, weil die es Essen machen mussten, während die anderen in der Kirche waren. Also ich gehe mal davon aus, dass die in der Küche gebetet haben zu allen möglichen Zeiten. Ja, die haben auch zu allen möglichen Zeiten gegessen. Bitte? Die haben ja auch zu allen möglichen Zeiten gegessen. Natürlich, aber jetzt nicht nur dann gebetet, wenn in der Kirche zum Beispiel gebetet wird. Haben die also so die haben die ganze Eingebung, so dass es gab ja keine Rezeptbücher damals. Ne? Also so selten. Lichter, Lava, das gab es ja alles. Nein. Hat man da einfach mal hochgebetet und hat gesagt, lieber Gott, schenk mir ein Rezept, wie geht der Grießbrei oder so. Und dann, was kam dann? Und dann hat Gott das nach unten gesendet und... den Grießbrei. Ja, den Grießbrei und der Koch hat es gekocht. Aber es war ja früher auch viel üblicher, dass alle gemeinsam vor den Speisen sich bedankten beim lieben Gott. Und wenn die Köche das dann eben in der Küche, weil in der Küche wurde am Ende ja doch wenigstens gegessen. Ja, die dann haben die mitgebetet. Also kleine Hilfe von mir. Es gibt eine ganz logische Erklärung. Das ist eine Riesenhilfe. Vielen Dank, Herr Mahler. Das ist ganz toll. Mit Logik haben wir es ja. So, dann lassen wir jetzt den Herrn Noack eine halbe Stunde reden und wir gehen dann ab dem Essen oder wie. Nein, ich wollte damit nur sagen, man könnte, wenn man mehrere Stunden nachdenkt... Die Zeit haben wir, die Zeit nehmen wir uns. Ja, so. Also, dann fangen wir doch mal an. Nee, das war nicht wirklich eine Aufforderung. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine gläubige Zeit gehandelt hat. Das heißt, wenn man sich in einer Küche befand und hatte mit Lebensmitteln zu tun, die ja durchaus mit der göttlichen Schöpfungskraft entstanden sind, zumindest wie der Glaube der damaligen Zeit das hervorgegeben hat, dann müsste man natürlich bei einer, wenn man einer Durchdringung der Kraft Gottes auf der Erde ausgeht, sich fragen, ob die das prinzipiell gemacht haben, um das als Ganzes wirken zu lassen, oder ob sie damit Einzelteile haben wollten, sodass sie durch eine spezielle Segnung im Bereich der Gesamtwirkung etwas haben. Jetzt ist natürlich die Allmächtigkeit des Herrn durchaus in der Lage, auf einzelne Produktgruppen der Speisen zu grenzen. Haben die sich einfach beim lieben Gott für die gute Ernte bedankt? Für die gute Ernte bedankt, dass sie eben die Zutaten. Kann ich noch einhören? War schon längst da, du hast es nicht gehört. Ja. Die haben sich für die Zutaten beim lieben Gott bedankt, dass sie damit jetzt die Speisen zubereiten konnten. Nee. Nein. War aber logisch, Herr Balder. Ich weiß. Aber haben die vielleicht, natürlich, die haben nicht gebetet, die haben gebeten. Gib sie mir bitte mal das Salz rüber, gib sie mir bitte mal Eier. Da war mein Expander aber nicht viel schlimmer, wirklich jetzt. Pilze, Entschuldigung. Es geht um Pilze. Die haben ja damals noch die Pilze selbst gesammelt und da blieben ja viele auf der Strecke, weil sie dann die falschen gesammelt haben. So, und dann standen die in der Küche. Wer blieb denn auf der Strecke, die Pilze oder die Leute? Beide. Der Pilze war ja schon tot, der war ja gepflückt, der geht ja auch kaputt, ist ja klar. Wenn man auf sie drauf beißt, sind sie auch tot. Also der Pilz war sowieso kaputt, aber die Leute, die Küchenleute mussten ja vorkosten, die haben dann alles vorgekostet und die waren gebetet, bitte lass diese Pilze in Ordnung sein, weil der Fuzzi da oben, der Ritter oder wie auch immer, der möchte gerne eine Pilzsuppe. Reden wir vielleicht gar nicht von der normalen... Ich möchte auch ein Nein. Nein.
Reden wir eigentlich von der normalen Küche oder geht es vielleicht um eine Klosterküche? Nein, es geht um eine normale Küche. Dann ziehe ich jetzt meine Antwort zurück. So. Aber wie wäre es denn, wenn jetzt die Küche, der Koch und die Küchenhilfe, die mussten so früh morgens schon anfangen, die Speisen zuzubereiten und da die gerne eben morgens und abends gebetet haben? Und weil sie so früh anfangen mussten, haben sie eben dann das Gebet schon mal, während sie die Zutaten... Alles schön, naja, alles Schätzelein, wer weiß, ob die da nur gekocht haben, die zwei. Vielleicht haben die auch um Vergebung, vielleicht... Die haben... Weil sie da Sünden begangen haben. In der Küche. Während, ja, ich meine, im Mittelalter ging es sehr wild zu. Aber die Idee ist doch gar nicht schlecht mit der Vergebung. Nein, wenn zum Beispiel, also Tiere zum Beispiel zubereitet wurden, vielleicht... Ja. Wirklich haben sie sich bedankt. Das waren die Indianer, aber im Mittelalter, die haben das auch gemacht. Das ist doch alles eins. Die haben gebetet, aber auf eine ganz besondere Art. Auf welche denn? Das wollte ich eigentlich rauskitzeln. Ich habe mal so ins Blaue gestochen. Ich habe gedacht, sie nicken dann. Und dann ja, auf den Knien. So, ja, Leute, auf den Knie. Jetzt. Ganz kurz den Herrn ja? Schmitz nur kurz unterstützt. Sie haben natürlich auf den Knien gebetet und ja, gleichzeitig den Boden damit geschrubbt. Richtig. Die hatten damals keine Eieruhren. Und wie man zum Beispiel Hände waschen, und zwar, wenn man sich die Hände wäscht, soll man 20 Sekunden unter Wasser bleiben. Das ist dreimal Happy Birthday singen. Beim Händewaschen. Und vielleicht haben die damals irgendwie viermal Vater Unser umrühren, war ein hart gekochtes Ei. Dann ein Ave Maria, ein Ave Maria. Das finde ich toll. Dann, das war dann eine Suppe sowieso. Ja, das finde ich sensationell, das die Erklärung. Frühstück sowieso war dann das sowieso. Und die haben durcheinander gesungen damals. Ach, das ist bestimmt ganz simpel. Es ist ganz simpel und einfach. Eine frische Antwort. Ja! Ich habe ja gesagt, man kann drauf kommen. Ja, und er ist drauf gekommen. Also, die Garzeiten von Gerichten wurden vor der Erfindung der Uhr mit Hilfe von Gebeten gemessen. So finden Sie in mittelalterlichen Kochbüchern Angaben wie: Lasst die Nudeln so lange wie zwei Vater Unser kochen. Oder koche das Ei in frischem Wasser über den Zeitraum eines Vater Unser. Ja, hast du geraten jetzt oder hast du es wie? Ich habe es entwickelt. Ah. Ja. Schön gemacht. Schön gemacht. Ja, sehr gut. Ja. Wir lösen heute alles. Ich verstehe das jetzt auch, warum meine Oma immer mit den Eiern. Heidewitzka! Jetzt verstehe ich das. Entschuldigung, meine Frage: In welcher Kirche war die? Meine Oma war Atheistin, hat lange im Rheinland gelebt. Das muss reichen. Okay. Also, Ralf Meininger aus Brachtal, es tut mir leid, Sie haben es gehört, Herr Hoeker. Jetzt muss er sich aber auch entschuldigen. Jetzt muss er sich auch entschuldigen. Sag, dass es dir leid tut. Sag's ruhig. Ich hab's bei Cordula auch gesagt. Es tut dem Michael leid. Ich habe nichts gelöst. So, machen wir weiter, Freunde. Also, wisst ihr, wo wir jetzt hingehen? Nein. Wir gehen nach Krugersdorp. Wie bitte? Krugersdorp, das ist Holland. Nee, in Südafrika. Siehste? Nee. Nein. Ja. Krügers. Gerd Diederichs wohnt in Südafrika. Anscheinend muss der uns da sehen. Sat 1, Südafrika Antennen. Natürlich. Television. Gerd guckt uns jetzt zu. Er blickt rechts auf das Kaff der guten Hoffnung. Geil, findest du ganz kurz. Links auf Heller von Sinn und fragt sich: Oh, sind wir international? Wo ist der Unterschied? Oscar, Emmy, Grammy. Was? Oh. Nicht lachen, Sie hat es nicht gehört. Ich ging gegen mich? Nein. Ich habe es nicht. Habt ihr es gehört? Nein. Es ging gegen mich? Nein. Ja, was hat der Alte Nein, es war eine Beleidigung. Es war eine Beleidigung für das Kap der guten Hoffnung. Also. Gerd Diederichs aus Südafrika möchte wissen, was ist dein Faulenzerzeichen? Was? Glatze. Ein Faulenzerzeichen. Zeichen? Ja. Das kommt aus der Medizin. Da hier wird bestimmt so eine hautproblematisierte Stelle, die bei Leuten an den Ellenbogen sind, weil sie immer so rumliegen oder auf der Seite liegen. Oder so auf der Stirn. Also eine Hautunreinheit. Das ist ein seltener südafrikanischer Schmetterling. Ja, ganz sicher. Ein Faulenzerzeichen. Irgendwie habe ich einen Vorsprung mit Bäumen. Ich denke irgendwie, ja, Afrika,
Die ja. roden gerne mal das ein oder andere Waldstück. Und vielleicht gibt es da so von den Plantagen oder Waldbesitzern gibt's so Faulenzerzeichen. Ja, weil die... Die hacken sich dann die Hände ab. Nee, so dachte ich jetzt eigentlich nicht. Die roden da gerne. Daher kommt ja auch der Name Rodinsel. Genau. Faulenzerzeichen. So, und ein Faulenzerzeichen ist, die machen halt irgendwelche Zeichen an die Bäume und wenn die dann nicht gefällt sind, dann... Was ist dann? Ich hab ein Punkt, ey. Ein Punkt in der Mehrzahl, kennen wir alle, ne? Und da musst du einfach denken, ich habe keine Lust zu arbeiten, ich ziehe nach Südafrika, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Diese drei Punkte, Faulenzerzeichen. Also zwei Punkte würde ich gelten lassen. Ach. Aber auch nicht richtig. Die Faulenzer, die grüßen sich untereinander immer. Moin. Ist das so ein Faulenzerzeichen? Ach, es geht wirklich um Sprache? Es geht um ein Zeichen in der Sprache? Ein Zeichen? Es ist ein Zeichen, deswegen heißt es ja Faulenzerzeichen. Ja, also, aber es geht um Computer, also es geht um das geschriebene Wort. Gib uns ein Zeichen. Dass man zu faul ist, ein Wort auszuschreiben und es abkürzt. Wort. Oder dieser Apostroph zum Beispiel, ist das ein Faulenzerzeichen? Ja. Nee. Gestanzt. Aber wenn ihr sagt, zwei Punkte. In der Blindenschrift gibt es ja zwei Punkte. Es ist Faulenzer, sowas. Faulenzer-Zeichen, das Zeichen für Faulenzer. In der Blindenschrift? Ja, in der Braille-Schrift, Herr Balder. Soll ich es nochmal formulieren? Ich habe gedacht, in der Blindenschrift. Ja, er hört so schlecht. Ah, der ist faul. Es ist, man liest. Bei Herrn Balder, es ist bei Herrn Balder kein akustisches Problem. Mach einfach weiter. Ach so, okay. Faulenzer-Zeichen. Geben eine Liebesfrau. Nee. Ist es ein Straßenschild? Hier ein wohnt Straßenschild in zum Ah, natürlich, wir sind doch in Südafrika, vielleicht wohnen da Faultiere. Ja, nein. Oh. Nein, wohnen nur in Südamerika. Ich weiß es nicht genau, aber da wächst Urwald dran und in Südafrika ist kein nicht Urwald. Genau. Seit wann weißt du etwas nicht genau? Das enttäuscht mich jetzt. Ich auch. An den Faultieren wächst Urwald dran? Ja. Faultiere, es gibt Faultiere, die sterben in den Bäumen. Und verwesen an den Bäumen, weil die Muskeln so gebaut sind, dass sie, wenn sie sich entspannen, sich festhalten. Und dann sterben die durch Herzinfarkt an den Bäumen, weil zum Beispiel eine Fliege vorbeikommt. Das ist einfach zu viel Information. Ja. Und dann hängen die an den Bäumen und es wächst sogar Moos auf denen drauf. Ist auf wahr. Ja. Und das ist ja, Hab ich gelesen im Medi und Zini. Wie war die Frage jetzt nochmal? Was ist ein Faulenzerzeichen? Richtig. Genau. Gibt es was für Lehrer, dass Lehrer sich in ihrem Notenbuch, ja, ich versuche jetzt mal zu lösen, ich meine, wir lösen heute alles, das müssen wir jetzt auch gelöst bekommen. Das ist so ein Faulenzerzeichen, die machen F sich in ihr Notenbuch für irgendwelche Schüler, die nicht richtig, ne? Aber Notenbuch finde ich gut. Ist es was für Musiker auf einem Notenblatt? Ja. Ja, es ist etwas für Musiker auf einem Notenblatt. Wo Sie verweilen müssen. Warte! Wo Sie verweilen müssen. Auszeichen! Das Wiederholungszeichen! Damit man es nicht dauernd schreiben muss, sondern einen Doppelpunkt macht, damit man weiß, hier müssen wir nochmal vorbei. Ja, die Doppelpunkte. Nehmen wir die Geige und gehen von links nach rechts und von links nach rechts. Richtig! Nein. Das ist das Wiederholungszeichen. Das meine ich aber nicht. Ich meine das Faulenzerzeichen. Das ist halten. Das ist das Wiederholungszeichen. Pause. Aber was ist das Faulenzerzeichen? Pause. Eine Pause halten. Ein Takt. Vielleicht ist es ein Punkt, den man macht, damit man, wenn man eine Note schreibt, die sehr tief ist oder sehr hoch ist, nicht so ganz viele Hilfslinien machen also muss. Also zwei Punkte sind das Wiederholungszeichen. Ich spreche aber vom Faulenzerzeichen. Es ist ein Punkt. Ist das Faulenzerzeichen ein Zeichen, um die Note nicht ganz ausmalen zu müssen und dafür nur Punkte zu machen? Ein Takt auslassen. Es ist hier nicht zwei Punkte, es sind zwei Kommas. Ist das aber das... Ist Nein, das dieses... Doch, ah, ja, natürlich. Es gibt doch diesen einen Punkt hinter der Note, damit die Note... Von der Hälfte gehalten wird. Um die Hälfte gehalten wird. Ja. Hälfte ja, das aber hat nichts mit Faulenzer zu tun. Nein, es kommt drauf an, wie lang die Note da... Nein, Faulenzer muss doch bedeuten, dass der Musiker eine Pause macht oder einen Moment Zeit hat. Sozusagen sich zu entspannen. Nee. Oder vielleicht muss es gar nichts für den Musiker bedeuten. Für den Komponisten, für den die Noten aufschreibt. Ja. So. Ja. Ist das sagt, ich bin leider keine Musikerin, ich kenne mich auch mit Noten nicht aus. Aber es ist immer ein Komponist sitzt vor einem Notenblatt. Und damit er nicht, was weiß ich, wenn vielleicht eben wirklich eine Notenfolge noch einmal kommt, also im Refrain, sage ich jetzt mal. Dann macht man ein Wiederholungszeichen. Aber wenn man jetzt noch Noten, ich rede aber vom Faulenzerzeichen. Ja, ja. Ihr seid ja nah dran. Ja, wir sind nah dran. Wenn man jetzt um eine Oktave das Ganze nochmal wiederholt höher haben möchte, ja, dann, und man hat aber jetzt irgendwie schon die Notenlinien festgelegt auf einen bestimmten Fall. Vielleicht gibt's ja, aber dann das sind die zwei Striche mit den zwei Punkten, glaube ich. Das ist das Wiederholungszeichen. Das Wiederholungszeichen. Du wiederholst dich. Entschuldigung. Und vielleicht, da muss man ja normalerweise so ganz viele Hilfslinien. Ich wiederhole einfach auch nochmal, was ich gesagt habe. Und vielleicht gibt es einen Punkt, der genau das verhindert. Was möchte man
für den Komponisten einfacher machen, wenn er... Damit er nicht so viel schreiben muss. Genau. Ja, genau. Er muss, irgendwas nicht öfter wieder nochmal schreiben. Das wäre ja quasi das Wiederholungszeichen. Er muss also... Ihr sprecht aber vom Wiederholungszeichen. Ich spreche vom Faulenzer. Nein, wir reden auch vom Faulenzerzeichen. Wir wissen nur nicht, was das ist. Das Wiederholungszeichen ist das Faulenzer. Nein, eben nicht. Nein, das haben wir ja jetzt schon gehört. Ihr seid kurz davor. Es gilt doch schon längst, Herr Baldo. Also ich... Aber ist das so, wenn er vielleicht... Nee, den Notenschlüssel nicht ausmalt, sondern dafür vielleicht nur einen Punkt. Die Frage ist, ein Punkt. Es handelt sich um einen... Nein. Nein, um zwei Punkte. Zwei Punkte. Es handelt sich um zwei Punkte. Unter anderem. Da ist noch und noch etwas anderes. Einen Strich nicht. Was gibt's denn noch? Es handelt sich um zwei Punkte und einen Strich. Das habe ich aber jetzt hier schon 300 Mal gehört. Die Tonart, die Das ist aber das Wiederholung sein. Die Notenschlüssel schreibt man auf die... Diese zwei Striche mit den vorne Doppelpunkt und dahinter ein Doppelpunkt. Das ist das Wiederholung. Ja, genau. Es geht um zwei Punkte und einen Strich. Ja. Wie können wir die noch anordnen? Kinder, ganz gut, jetzt ganz ruhig. Das Wiederholungszeichen jetzt nur mal, wie es aussieht. Es ich weiß, wie es aussieht. Ja, Sie aber nicht. Aber es sieht so aus, dass es zwei Punkte sind und einen Strich. Und Sie wollen jetzt nur noch von uns hören, wie das aussieht. Wozu es dient. Ne? Also, ich will nicht nur wissen, wozu es dient. Ich will noch was anderes wissen. Es ist ein Punkt, ein Strich und noch ein Punkt. Wenn man das Ganze jetzt... dreht. Schräg stellt, ist es... Dann ist ein Punkt, ein Strich und noch ein Punkt. Das ist ja wie ein Prozent. Es sieht aus wie ein Prozent. Prozentzeichen. So, weiter. Und das dient... Es ist ein... Ja, jetzt das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich schon mal gesehen. Bei der Prozentrechnung. Ja, in Noten habe ich es in Noten... Doch, das ist irgendwie, dass die... ist nicht so laut. Nicht so laut. Faulenzerzeichen. Dasselbe, nur leiser spielen. Man muss nicht so viel Gas geben. Man muss nicht so viel Gas. Man darf ein bisschen ruhiger. Entweder... Piano. Da soll gar nichts gespielt werden. Forte. Nee. Das ist eine große Pause. Nein, eine große Pause ist dann der Balken, der wurde, genau. Habe ich schon gesagt. Dann ist es etwas, dass er dasselbe spielt wie da drüber in der Partitur. Wenn ich jetzt noch einmal Wiederholungszeichen. Oder davor in der Partitur. Oder danach. Er muss einfach nur eine Oktave für die andere Stimme. Er muss nur eine Oktave höher spielen. Die Oktave. Ich sag's euch mal. Oh, Er muss es nicht nochmal schreiben. Er muss es erst, wenn er die Partitur ausschreibt, dann muss er es erst nochmal schreiben. Aber in der Konstruktionsphase... Ihr Lieben, lasst uns doch mal die ersten 500 Tocken oder auch Rand nach Südafrika verteilen. Ja, Krügerrand. Nein. Dann soll der sich aber bei uns entschuldigen. Ihr wart ganz nah dran, aber ich kann es nicht gelten lassen. Also ein Wiederholungszeichen ist ein Strich mit zwei Punkten. Das ist das Wiederholungszeichen. Das heißt, das, was vorher war, der Takt zum Beispiel, wird wiederholt. Das ist das Wiederholungszeichen. Ja, wenn ich noch einmal höre, kriege ich einen Affen. Ich kann es auch auf Spanisch sagen. Nein. Ich müsste gern... Nee. Das Faulenzerzeichen. Sieht aus wie ein Prozentzeichen, Punkt, Schrägstrich, Punkt. Das wissen wir schon. Und darüber steht zum Beispiel über dem Zeichen 12. Das heißt, der Takt davor wird 12-mal wiederholt. Ah, Mann. Das ist das Faulenzer. Ah, Mann. Gut, aber bis auf die Zahl haben wir doch alles so erklärt. Ich habe 8 gedacht. Aber wir waren, ich würde mal sagen, 250 Euro. Sonst müsste der Komponist den Takt 12 oder 15 mal hinschreiben. Also macht ein Faulenzerzeichen, schreibt die Zahl drüber. Gerd Diederichs aus Südafrika, 500 Euro. Gratulation. Meine Damen und Herren, Sie sehen, sogar aus Südafrika kommen Fragen. Also wenn Sie auch nicht so weit weg wohnen, muss gar nicht sein, kann ja in der Nähe sein oder in Deutschland oder in Venezuela oder Ecuador oder Bonn zum Beispiel. Schicken Sie uns einfach Fragen, wenn Sie welche haben. Gehen Sie alle neben 50616 Köln, rufen Sie an 01 3 7 18 11 20 oder einfach eine E-Mail fragen @genialdaneben.de. Für mich gilt die Frage übrigens als gelöst. Ja, mich auch. Also für mich nicht. Alle hier. Wir haben jetzt schon drei Fragen gelöst. Drei gelöst. Haben sehr guten Lauf. Es ist nämlich doch das Wiederholen. Ganz klar. Ganz klar verloren. Ihr habt ja die nächste Chance jetzt. Und zwar eine Frage von Tina Mendel. An sich wohnt sie in Waghäusel in Baden-Württemberg. Heute ist sie hier. Tina, wo finden wir sie hier im weiten
im weiten Rund. Wo sind Sie denn? Ist am Klo. Ah, da. Wo? Tina, sei stark, ne? Wir lösen jetzt. Heute ist, Herr Kessler. Ja. Tina, seien Sie stark, Sie lösen jetzt. Sie haben's gehört. Ne? Wir werden es versuchen. Also, wir werden sehen. Also, Tina möchte wissen, was ist ein Wechselrichter? Das ist einer, der viel zu tun hat, ne? Eine ähnliche Frage hatten wir doch schon mal. Ist das nicht, ist das nicht ein Richter, der an unterschiedlichen Orten und Regierungsbezirken eingesetzt wird? Ja. Weil er zum Beispiel irgendwo einer fehlt und der wird dann... Der kriegt schon nicht lösen. Der kriegt nicht, ich bin auf dem richtigen Weg, oder? Also der dann eingesetzt wird in verschiedenen Bezirken. Ich habe gerade auch gesagt, jemand, der viel zu tun hat, das ist dasselbe, nur kürzer. Also nochmal. Also ein Richter, der in verschiedenen Richtereien, oder wie heißt das? Ach, Gerichten. In verschiedenen Gerichten eingesetzt wird, in verschiedenen Regierungsbezirken. Sie hat ein Lächeln im Auge, auch wenn sie es im Gesicht nicht widerspiegelt. Ich glaube, Tina, so können wir das nicht gelten lassen. Ne? Nee, aber so fast. Nicht. Ein Wechselrichter kommt aus der Elektronik. Ah. Ja. Er ist dazu in der Lage, den Strom zu verurteilen. Er ist in der Lage, den Wechselstrom, aus Gleichstrom Wechselstrom zu machen. Er richtet die Stromrichtung immer wieder neu aus, der Wechselrichter. Und der 120, hängt an der Wand, wenn man... Ja, 100, von 10. Aber ich sehe das doch richtig, dass Sekunde. Wir eben mit dem... Stimmt. Ja. Und ich habe gesehen, dass er sich freut. Ich bin wieder auf den alten Mann reingefallen. Ich habe mir mehr Wünsche in der Liste. Die hat sich gefreut. Der Apotheker nennt das, was wir haben, Dummschmarrn. Was ist das? Er schmeißt die Schuhe. Also jeder, der zum Beispiel Solarzellen auf dem Dach hat, der hat einen Wechselrichter. Solaranlagen produzieren Gleichstrom, aber mit Gleichstrom können wir nichts anfangen, denn in Deutschland kommt Wechselstrom nun mal aus der Steckdose. Deshalb schaltet man ein kleines Gerät hinter die Solarzellen, den Wechselrichter, der richtet Gleichstrom in Wechselstrom. Exakt. So, nächste Frage. Aber jetzt kannst du dich direkt entschuldigen. Ja! So. Ja, Herr Heuker. Aber nicht leid. Ich glaube, Geld wäre ihr lieber gewesen. Ja, sie hat doch Geld. Ein bisschen. Okay, nächste Frage und dann Werbung. Okay, geht ja schnell jetzt bei uns. Könnt ihr wieder ein bisschen überlegen. Was gibt's denn da jetzt zu lachen? Ich hoffe, dass wir vielleicht vor der Werbung noch die Lösung sagen können. Ja. Okay, gehen wir nach Österreich, gehen wir nach Oberwölz. Dort wohnt Sebastian Spiegel, ohne Ehe, Spiegel. Und Sebastian Spiegel aus Oberwölz in Österreich möchte wissen, Lichtgeschmack. Was ist das? Lichtgeschmack. Das ist ein Anthroposoph. So, das ist ganz klar, ein Österreicher, der Anthroposoph ist. Das ist gleiche wie mit Tüchern tanzen. Ja. Was? Ja, man kann mit bunten Tüchern tanzen, man kann das weg, das gibt es wirklich, das hilft. Und man kann, also mir nicht, aber es gibt es. Und man kann aber auch Licht schmecken. Nee, aber es gibt ja auch verschiedene Geschmäcker, die einen stehen auf Rotlicht, mögen Rotlicht, andere Blaulicht. Ich hätte gerne... Das ist eine Schmackssache. Denkt man in aller Ruhe drüber nach. Denkt drüber nach, wir machen ein bisschen Werbung, sind dann gleich wieder da. Beim Lichtgeschmack. Bis dann. So.
Da sind wir wieder. Ich will wissen, was Lichtgeschmack ist. Und Bürger Lars-Dietrich sprach von Rotlicht. Blaulicht. Blaulicht. Also je nach Geschmack. Es gibt ja doch. Licht ist Geschmack. Ich bin bei. Farbtemperaturen gibt es ja. Ne? Also ja, wenn man jetzt zum richtig, Beispiel hier eine Bühne da einleuchtet. Du, das und vielleicht ist das ein Fachbegriff aus der Lichttechnik, dass man eben sagt, auch du stellst einen gewissen Lichtgeschmack her. Ja. Ja? Also eine gewisse Farbtemperatur oder Färbung der Scheinwerfer durch Folien und so weiter. Sofort gelöst. Wie wäre denn... Wie wäre denn richtig, das ist gelöst. Nächste Frage. Ich bin bei Reben oder bei Früchten. Also vielleicht gibt es einfach Reben, die besonders lange dem Licht der Sonne ausgesetzt sind. Die haben einen anderen Geschmack. Das heißt, der Wein hat einen anderen Geschmack als Reben, die vielleicht früher geerntet werden. Oder vielleicht gibt es auch bei Bananen, die ja so nachreifen, wenn die nach Deutschland transportiert werden, vielleicht sehr unter gut. UV-Licht oder so. Vielleicht können Fachleute oder Züchter das rausschmecken, ob Früchte unter Sonnenlicht oder unter künstlichem Licht gereift sind. Bananen kommen ja grün an, ne? Eben. Ja. Die haben ja, hat aber trotzdem damit nichts zu tun. Ist ein schlechter Licht. Warum haben Sie es dann gesagt? Ich wollte einfach diese Pause füllen, die entstanden. Ah, okay, okay. Ich möchte kurz über Schokolade sprechen. Ja, wenn Milch in der Sonne stand, dann stinkt sie. Dann hat sie doch einen Stich. Außer sie ist das dann dieses unangenehme Gefühl auf der Zunge, das ist dann der Lichtgeschmack. Aber es kann doch... Säuerlich. Saure Milch. Was? Oh. Was? Ich lasse das mal so gelten. Yeah! Nicht alles, aber fast alles. Doch. Nein, natürlich haben wir auch gelöst. Den Faulenzer-Punkt haben wir auch gelöst. Wir runden einfach auf. Wir haben alles gelöst. Für uns haben wir uns nicht gelöst. Für unser subjektives Gefühl. Ja, haben wir alles gelöst. Darf ich das mal kurz erklären? Ja, aber ich darf trotzdem den Freudentanz hier bei. Also manche Lebensmittel reagieren auf Lichteinfall, Sonnenlicht oder auch künstliches Licht mit einer Geschmacksveränderung. Milch. Schokolade. Bier zum Beispiel. Bier? Ja. Vorsicht. Bier. Milch und Bier, in dunklen Kneipen, Milch und Bier sind besonders empfindlich. Deswegen sollte man Bier im Prinzip nur aus getönten Flaschen trinken. Und Milch gibt es ja jetzt auch wieder in diesen schönen weißen, durchsichtigen Flaschen. Das ist ganz gefährlich. Schnell die nächste Frage, Herr Ball. Sebastian Spiegel, es tut mir wahnsinnig leid. Uns nicht. Es gibt. Ja. Gut, okay, nächste Frage. Ja. Kamp Lindfort, Nordrhein-Westfalen. Dort wohnt Stefan Vogt. Stefan Vogt möchte wissen, was ist ein Bodenblender? Am Auto. Es gibt ja so Autos, die so zusätzliches Licht haben. Ach so, Neonröhren unten drunter, weil sie denken, sie fahren schneller. Aber sie sehen nur scheiße aus und beim Langsamfahren. Das ist das, nee, es gibt ja wirklich so diese aufgemotzten Autos, die haben ja gerne schon mal... Und noch so zwei Scheinwerfer. Ja, ja. Und das ist unangenehm. Die blenden unangenehm im Rückspiegel Bodenblender. Was macht denn so ein Bodenblender beim Auto? Die blenden die Eichhörnchen. Was das macht? Das sind ganz fiese Leute. Es gibt ja extra Scheinwerfer für unten. Das ist nicht für Leute, damit man besser sieht. Nein, das ist da, wenn das Eichhörnchen noch mal kurz über die Straße macht, die unten, das Eichhörnchen so. Gilt das auch für Igel? Das gilt auch für Igel. So, aber die können sich ja einrollen. Das ist wieder dunkel. So unechter Parkettboden ist ja auch ein Bodenblender. Dann sieht aus wie Parkett, ist es aber. Ist, ist ein Blender. Finde ich auch gut. Laminat. Das ist auch gut. Das ist wunderschön. Aber im Auto war nicht richtig, Herr Balder. Bitte? Am Autolicht war nicht richtig? Nein. War nicht. Ja, wenn du schon aber so es guckst. Gibt jetzt ja zwei Möglichkeiten. Verblendung. Nee, Auto stimmt nicht. Also Bodenblender, Auto. Eine Verblendung oder. Ihr habt das gesehen, ne? Oder etwas, das blendet. Das finde ich gut, was Herr Kessler gesagt hat, Herr Balder. Ja, so, jetzt wiederholen Sie das mal. Ne? Sie haben nämlich nicht aufgepasst. Das ist sechs. Für uns ist das hier auch die sechste Stunde. Eben. Also es geht, es kann ja entweder nur gehen um Verblendung, ja, oder um etwas, das blendet.
Ja. Es gibt, man spricht ja auch von einer Türblende, wenn etwas darüber gemacht wird. Richtig. Und der Bodenblender ist dann vielleicht etwas, was auf den Boden gemacht wird. Es gibt ja Bodendecker zum Beispiel. Das sind Pflanzen, die den Boden abdecken. Boden. Oder bedecken, wenn die Hunger haben, die Blender? Tiere. Aber Bodenblender. Er hat erst genickt. Es macht das ist irgendwas im Straßenverkehr. Das ist irgendwas im Straßenverkehr. Nee, ich bin jetzt mal schnell das wieder. Ist soweit falsch. Ja, ich bin nämlich bei Schmetterlingen und nehme nochmal. Vom Bürger mit dem Blenden im Sinne von etwas vormachen. Ja. Und ein Bodenblender ist ein Schmetterling, der sich gerade auf dem Boden besonders gut tarnt mit der Zeichnung seiner Flügelchen, während er dann, wenn er sich in die Luft aufschwingt, herrlich schattierende Farben. Ja, du sitzt ja Schmetterling auch immer auf dem Boden, stundenlang. Nein, aber manchmal muss der Schmetterling an sich sich auch mal ausruhen. Wie heißt denn die Leiste? Ich glaube, dein Schmetterling hat so lange im Licht gesessen. Wie heißt denn die Leiste, die immer den Türrahmen, also unten am den Teppichboden Türrahmenleiste. Diese der Windfang, dieser Dackel. Nee, oben. Du meinst aber nicht den Dackel, den man Metall- oder Kunststoffleiste, die den Teppich abschließt. Lichtgeschmack. Das ist die Metallleiste, die den Teppich abschließt. Sind wir vielleicht wieder beim Zahnarzt? Das wäre fein. Was? In der Keramik? Das wäre doch fein. Das wäre fein, stimmt aber nicht. Bodenblender. Den Unterkiefer, hat das vielleicht was mit Fotografie zu tun? Da gibt es ja so, was denn? Wenn Sonne lacht, Blende 8. Was? Da gibt es da so eine Sprüche. Wenn Sonne irgendwie lacht, Blende 8. Ja. Und vielleicht sagt dann der Fotograf, wenn ihr jetzt ein Model oder so fotografiert, mach mal hier, setz mal den Bodenblender ein. Für das Gesicht, dass das vielleicht von unten. Das ist sehr gut übrigens. Und Fotografen. Die Fotografen haben doch gerne mal diese Auftragsfragen. Reflektoren. Genau. Reflektoren. Die halten sie gerne. Ja, und machen immer Bodenblender. Die machen immer das Doppelkinn. Ja, genau. Das ist ein Bodenblender, weil da richtig, ne? Fotografie. Nee, das Doppelkinn machen die Chirurgen weg. Die. Chirurgen ist das in Bodenblenden? Und bist du allein im Blende 9 oder was? Ja. Das ist ein Fisch oder ein Käfer oder ein Tier, was am Boden sich bewegt und sich Schuhe, anpasst. Das sind Schuhe. Was sind das? Schuhe. Straßenbau, Straßentiefbau. Bodenblender sind Katzenaugen im Asphalt, dass die auf Licht reflektieren im Boden. Bodenblender. Töpfe. Er hat schon in der Hand, er hat's da. Ja, nee, ich habe dein Buch, was ich gleich hochreiße. Also, das ist auch ein Bodenblender. Wenn man den Boden früher mobbt, hat man doch gemobbt den Boden. Das ist, kommt aus der Psychologie, wenn man Leute nicht mag. Ja, nein, also durchmobben, Wienern, Bohnern. So, ich sag's euch. Ein Töpfe! Keine Chance. Wir haben auch jetzt eine sehr schöne Tüte neuerdings. Oh, wie schön! Das ist ein Bodenblender. Nein, das ist eine Tüte. Das ist ein Sack, Herr Balder. Das ist ein Bodenblender. Ah, ziehen Sie mal auf. Herr Balder, da machen Sie Sachen mit, die will ich nicht, dass die im. Ich finde, das sieht aus wie ein Eckspanner. Das sieht aus wie aus dem Domina-Studio, Herr Balder. Was ist das? Quatsch, das ist ein Fastnachtsbau. Ich glaube so. Schmeißen Sie mal, das kommt bestimmt wieder. Ich glaube so, ich weiß aber nicht genau. Also stellt euch vor, ich bin ein Rennpferd. Ja. Das Gebiss hast du ja dazu. Geht. Ja. Und mein Jockey will verhindern, dass ich während des Rennens nach unten gucke und mich eventuell von Unebenheiten des Bodens oder von meinen eigenen Schatten irritieren lasse. Also setzt er mir dieses Ding hier auf. Sollten Sie auch in der Sendung tragen. Dann kann ich den Boden nicht mehr sehen als Rennpferd. Das ist ein Bodenblender. Stefan Funk aus Kamp Limfort. 500 Euro für dich. Meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen am Schluss noch dieses wunderschöne Buch ans Herz legen von Ralf Schmitz. Schmitz Katze, Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal, heißt es. Ja. Hugo hat einen Bodenblender. Ich habe einen Bodenblender. Die Katze ist auch abgebildet. Wie teuer ist das Ding? Keine Ahnung, und, 8,95. Ich glaube 8,95. Das ist nichts Falsches, du. 8,95. Es lohnt sich? Ja, sehr. Ich habe selber schon gelesen, ist witzig. Ist wahr. Also, tun Sie Schmitz was Gutes, sonst muss er noch öfter zu uns kommen. Ist doch mein Lieblingswitz. Ist auch mein Lieblingswitz drin. Ist wahr? Ja, mein Lieblingskatzenwitz. Wie geht der? Soll ich mal kurz erzählen? Ja, geht das noch? Ja, klar. Ist aber ganz kurz, pass auf. Ich schneide ihn raus. Ist ein Kater. Ja, dann nur für die Leute hier. Ist kein Problem. Pass auf, ein kleiner Kater auf der Wiese. Kommt unter eine Kuh, die Kuh macht ihn an und sagt, na, so klein und schon ein Bart. Und der Kater guckt hoch und sagt, na, so alt und immer noch kein BH.
Frankfurt. Großartiger Mann, meine Damen und Herren. Es war ein wunderschöner Abend. Ich habe sehr viel gelernt. Wir haben viel gelacht. Ein bisschen Geld haben wir rausgeheben. Schneiden Sie es raus. Schneiden Sie es bitte raus. Ich lasse es drin. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss. Und? Was gibt's Feines? Wie immer. Von jedem eine tolle Idee. Hey, Finger weg. Raffiniert. Exotisch. Ja. Und fertig? Ja. Ach, und? Der weiche Chantre. Pur. Mit Orange. Auf Eis. Im Espresso. Oder ganz auf Ihre Art. Mein Chantre. So mag ich ihn.